Ja, hier haben wir Annalena Pfeiffer. Sie ist nicht im Raum und sie ist trotzdem hier über ein High-End-Videokonferenzsystem. Hallo Annalena Pfeiffer, ich grüße dich. Ja, wenn du mir mal kurz sagst, wo du bist. Genau, das Ganze geht übers Internet und wir haben ein Videokonferenzsystem, was es wirklich in sich hat. Es hat hier oben eine ganz tolle PTZ-Kamera für uns nämlich mit dabei. Das ist Pan, Tilt, Zoom. Das heißt, ich kann schweigen, nee, ich kann schwenken, kann neigen und ich kann zoomen damit dabei. Und so kann ich die ganz genau einstellen. Und hier ist jemand, der hat quasi die Macht in der Hand, die Fernbedienung. Wer bist du? Ich bin der Jan Thome, bin der Inhaber der ITMT und wollten heute mal unser Webconferencing-Tool vorstellen. Ja, es ist ein bisschen mehr wie Skype oder wie, ich sag mal, WhatsApp, Videotelefonie, denn es kommt bei den Videokonferenzen darauf an, dass es immer funktioniert und zwar mit geringer Latenz, da gehen wir gleich mal drauf ein, und mit guter Bildqualität. Das Ganze ist jetzt im Moment übers Internet geschaltet. Genau, wir haben hier eine 50.000er Leitung auf der einen Seite, wo aber auch trotzdem noch 10 Leute gleichzeitig surfen und haben auf der anderen Seite im Shop auch nochmal eine 50.000er Leitung. Ja, das Ganze kommt von 3CX, ein ziemlich namhafter Hersteller. Die Profis kennen das so, die Privatanwender eher weniger, oder? Genau, also wir bauen auch mit 3CX unsere Telefonanlagen, haben das somit also kombiniert. Wir haben unsere Telefonanlage und aber auch gleichzeitig ein Webconferencing-Tool, wo alle mit dem Telefon auch mit teilnehmen können direkt. Ja, was ziemlich cool ist, ihr habt ein High-End-Mikrofonsystem hier eingebaut, denn ich sag mal, Bild ist nicht das große Problem. Der Ton ist es, wenn viele Leute da sind, gell? Richtig, Ton ist das A und O. Klar ist es schön, wenn man sich am Anfang mal sieht in der Webkonferenz, aber nachher wird es dann sehr lästig, sobald jemand hingeht, auf dem Tisch Gläser verschiebt oder sonstige Dinge. Genau. Und viele kennen es, die haben eine Spinne in der Mitte auf dem Tisch und jemand im Raum fängt an, irgendwas zu schieben, zu machen. Und das raschelt, es kratzt. Viele versteht man nicht am Tisch, der wo näher ist an der Spinne, kann man sehr gut verstehen. Sobald er ein bisschen weiter weg ist, ist es dann auch schon vorbei. Von daher haben wir eine Soundbar von Nureba. Genau, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Angeschlossen, ich könnte jetzt nur vermuten, ist es über ein Cat7-Kabel oder ein Cat6? Genau, einfach über ein Cat6-Kabel und da gibt es eine kleine Box dazu, wo ich dann automatisch per USB das Ganze an meinen Rechner anschließen kann. So, also Kern dieses Produktes ist nicht dieser Bildschirm, das ist ein handelsüblicher Monitor, sage ich jetzt mal. Das könnte auch ein Fernseher sein. Es ist dieses ganz kleine Notebook-Laptop. Das macht die Verbindung. Da hängt jetzt diese Cam mit dran, beziehungsweise hier ist der Sound mit dran, richtig? Genau, das ist die Soundbox im Prinzip und per USB ist auch noch die Cam angeschlossen. So, und sie drüben hat jetzt ein Headset an, die Annalena Pfeiffer. Und sie hat ein ganz normales Notebook. Ganz normales, handelsübliches Notebook mit der normalen Cam. Da war aber die Mikrofone, Lautsprecher von Notebooks meistens sehr bescheiden sind, hat sie ein extra Headset auf. Genau, ist auch ganz gut. Das heißt, sie kann sich wesentlich stärker hören, besser hören. Die Umgebungsgeräusche sind nicht so stark und das macht auch den anderen das Leben ein bisschen einfacher. Du kannst bis zu wie viele Personen zuschalten? Wir können hier bis zu 100 Personen Nochmal, gleichzeitig wie viel? zuschalten. 100. 100 Personen. Genau. Die würde ich dann hier sehen als Kachel zum Beispiel? Oder wie Genau, funktioniert? wir können eine Kachelwand aufbauen, wir können aber auch hingehen und sagen, man sieht nur den Hauptsprecher. Das erkennt die Software automatisch anhand des Gesprochenen. Ich kann aber auch gar kein Bild machen, wie ich es möchte, dass es nur Audio ist. Man kann auch Moderationssachen freigeben, sodass der Moderator auswählt, was wird denn momentan gezeigt, beziehungsweise wer darf denn sprechen überhaupt. Ja, das Ganze ist im Prinzip ein System. Es ist eine Telefonanlage, die auch dahinter ist. Das heißt, ich kann also diese Technik mischen mit ganz normalen Telefonen. Das würde auch gehen. Ich kann jemanden nur per Audio zuschalten. Genau, ich kann einfach, ich habe eine Durchwahl dann speziell im Telefon und diese Durchwahl gebe ich dann weiter und jemand kann sich ganz normal einwählen über meine Rufnummer. So, jetzt werden wir mal ganz kurz mal dieses Audiosystem mal zeigen. Denn die Annalena kann mich gut verstehen, oder? Ich verstehe Sie sehr gut. Genau, und jetzt haben wir mal einen Trick gemacht. Also das geht auch genauso gut, wenn ich ganz leise spreche. Hallo Annalena, du kannst mich hören? Ich kann dich hören. Das gibt's doch gar nicht, ja. Und da vorne sind die Mikros in der Soundbar mit drin. Genau, also ich kann sogar das so weit treiben, dass ich hier in die Ecke reinspreche gegen das Glas und trotzdem kann man mich verstehen. Aber Kann ich gerne mal machen. wenn du Ich mal habe einfach eine Zahl. eine Zahlenkombination, genau. 5.697. 5.697. Ich habe es verstanden.
Nee, ihr habt die Zahl vorher abgesprochen. Warte mal, ich gebe dir mal eine andere Zahl, ja, damit ihr das mal glaubt. Ich gehe jetzt mal hier in die Ecke und sag mal 2116. Ich hab's wieder verstanden, es waren 2116. Wah, das ist gut. Das heißt, im Prinzip, das System nivelliert alle Geräusche auf ein Geräuschniveau. Also derjenige, der spricht, egal wo der im Raum ist, ist perfekt zu verstehen. Genau, egal wo ich bin. Also wenn wir das System installieren, muss einmal eine Kalibrierung gemacht werden. Diese Soundbar wirft 8000 virtuelle Mikrofone in den Raum. Wie viel? 8000. Okay. Und egal wo ich bin, der Klang ist trotzdem gleich. Okay. Und auch wenn ich eine Störeinheit habe, wie zum Beispiel eine Klimaanlage, versteht er mich trotzdem. So, wir machen jetzt mal eins. Da vorne ist der Dimitri. Hallo Dimitri. Hallo Sven, grüß dich. Genau, du bist bei der Medien Saarland beschäftigt, muss ich fairerweise sagen. Du kannst hier hinten gut sehen? Ja, es geht, oder? Ja, wunderbar. Also, wenn man normal mit dir spricht, sag mal irgendwas zu dir. Annalena, kannst du mich gut verstehen? Ich verstehe dich, ja. Okay, krass. Die Latenz, ist die für dich okay, Dimitri? Also im Prinzip die Verzögerung, wenn du was sagst, bis zu ihr es kommt? Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich habe bei manchen Ferngesprächen oder normalen Handygesprächen bei schlechtem Netz wahrscheinlich keinen größeren Unterschied. Annalena, wenn du mir mal kurz sagst, wie alt du bist? 21. 21. Und du liebst das Saarland? Ja. Warum? Ich habe sie gefragt, warum sie das Saarland liebt. Warum? Okay. Wundervolle Frage. Okay, ist egal, wir wollten uns immer mit ihr unterhalten. Es gibt einen ganz interessanten Effekt, der legt sich mit der Zeit, das hast du mir erzählt, das ist der Videotelefonie-Effekt. Also Leute, die erstmalig ihren Partner haben, der nicht auf der anderen Seite ist, ja, das dauert ein paar Minuten, bis man sich daran gewöhnt hat und dann ist das am Anfang ein bisschen steif, oder? Genau, am Anfang ist eine Videokonferenz meist sehr steif, weil ich spreche, er hört erstmal zu, überlegt dann kurz, weil es Tonsignal vielleicht von woanders kommt und spricht dann erst, weil er dieses Gefühl hat, ich muss jetzt erst warten, bis ich antworte. Ist aber Quatsch. Gewöhnungssache. Genau. Ja, die Videotelefonie ist im Profibereich, gerade in der EDV oder in Firmen, die jetzt weit weg sind, absoluter Standard. Aber jetzt können auch kleinere Firmen das anschaffen. Man kann unglaublich viel Zeit sparen damit, oder? Genau, allein ich nehme jetzt mal Beispiel Steuerberater. Ich kann meine Mandantengespräche, muss ich nicht mehr vor Ort führen, sondern ich kann das einfach per Videokonferencing machen. Ich kann die Dateien hochladen, das alles auf deutschen Servern und kann so dann im Prinzip das Mandantengespräch machen, ohne dass er eine Stunde Anfahrt zum Beispiel hat. Kann ich denn meinem Kunden einen Link zuschicken und der kann sich die Software auf jedem Desktop, Mac oder PC installieren? Genau, ich brauche einfach einen Browser, gehe mit dem Browser drauf und egal ob mit Handy, ob mit PC, mit Tablet, egal mit was, ich kriege einen Link, da komme ich dann drauf. Ja, die Frage aller Fragen. Ja, vielen Dank erstmal Annalena, du hast das toll gemacht, ja. Und sie ist im Prinzip der Testpartner, sie könnte aber jetzt auch in Los Angeles sein oder in China. Ganz egal wo, ja. Okay, super. Ja, vielen Dank erstmal Annalena. Ja, wo, Dankeschön. Wenn ich jetzt Interesse habe, ihr macht alles Full-Service aus einer Hand? Genau, wir machen Full-Service-IT aus einer Hand, egal ob Videoüberwachung oder Telefonanlagen, IT-Service, Netzwerkbetreuung. Wir kümmern uns um jedes Thema. Ja, ITMT, ja. Das heißt, wo findet man euch ganz genau? Wir sind in der St. Johanner Straße 38. In der Stadt? In Saarbrücken. Okay. Ganz wichtig, in Saarbrücken. Und betreuen aber Kunden im ganzen Saarland und auch teilweise Rheinland-Pfalz. Gut, das heißt, ihr macht Full Service. Also wenn ich das hier jetzt sehe, ihr würdet auch die Umstellung der Telefonanlage machen. Das hier ist ja jetzt praktisch eine virtuelle Telefonanlage, die im Internet ist. Genau, wir können die vor Ort installieren, wir können aber auch Telefonanlagen in der Cloud installieren, ist ganz egal, ob kleine Anlagen oder Anlagen bis zu 2000 Personen. Ihr könntet aber auch mehrere Standorte verbinden, das heißt, ich habe jetzt ein Unternehmen, das hat mehrere Filialen, sodass die zu einem virtuellen Netz zusammengeschaltet werden und auch von A nach B verbinden kann einfach. Zum Beispiel nach Saarlouis, von Saarlouis gebe ich ein Gespräch zurück nach irgendwo in der Pfalz, das würde gehen. Genau, ich habe zum Beispiel auch die Saarlouis Rufnummer, das könnte aber auch trotzdem in Kaiserslautern rauskommen, okay. Zum Beispiel. All das kannst du einstellen? Genau, okay. Ist komplett alles miteinander vernetzt. So, dann darfst du mal deinen Namen sagen? Mein Name ist Jan Thome. Jan Thome von ITMT und die ganz wichtige Annalena Pfeiffer in einer Videokonferenz. Du könntest auch theoretisch aus dem Fenster brüllen, ja, aber es war ja nur mal zu Demonstrationszwecken von 3CX. Und wenn auch Sie Interesse haben, ITMT in Saarbrücken, ITMT, so wird es geschrieben. Ja, vielen Dank. Danke.